Samstag. Wir befinden uns in der Landeshauptstadt Linz mit 204.846 Einwohnern, 266 Meter über dem Meeresspiegel aktuell. Ich schätze mal, den Platz hier kennt jeder. Diese Aussicht, warte, kommen wir mal ein bisschen zu. Diese Aussicht ist jedem bekannt. Man sieht hier noch überall die Überreste vom Fortgehen gestern, weil die Leute wieder ihren Alkoholexzess ausleben haben müssen. Wir machen das natürlich nicht. Wir sind wieder live dabei bei der Samariterausbildung. Am Samstag, dem 13. Oktober bis 17 Uhr sind wir da heute festgenagelt. Aber ich habe euch ja versprochen, jeden Tag zwei Videos zu machen. Deswegen haben wir uns heute da hier versammelt und machen ein Video wieder mal. Und ich habe gestern auch noch gefragt auf Instagram, was ich heute so filmen soll. Und einige haben mir da sehr interessante und wertvolle Tipps gegeben. Ich soll den Sonnenaufgang filmen. Das werden wir dann gleich machen, wenn der Sonnenaufgang zu sehen ist. Bei mir in der Wohnung, okay. Na, wir werden jetzt auch nicht in der Wohnung fahren. Mein Arsch, okay, filmst du mal kurz. Mein Arsch. 24. Da steht jetzt noch, wie du den Sonnenaufgang beobachtest. Also du, also wenn der Sonnenaufgang ist, werde ich den Sonnenaufgang beobachten und ich sollte im Video sein, das steht da ausdrücklich dabei. Mich, die Magdalena, schreibt, ich sollte sie filmen, das kriegen wir natürlich auch hin. Zack, zack, so was. Die Magdalena, bitte kurz filmen. Ist scharf? Ja, ziemlich. Jetzt machen wir kurz einen Scroll. Ja, perfekt, haben wir das auch erledigt. Die anderen Antworten sind eigentlich zu sinnlos, dass ich die jetzt da beantworten würde. Als kompetenter Sonnenaufgang-Fachmann, Experte bin ich natürlich informiert, zu welcher Zeit die Sonne aufgeht. Und zwar in der Früh ist das um 7.19 Uhr. Es ist bereits 7.25 Uhr und ich warte jetzt schon da ewig auf den Sonnenaufgang. Aber vermutlich liegt es an dem Berg da hinten, dass die Sonne da jetzt noch nicht aufgegangen ist. Untergehen tut sie um 18.17 Uhr. Zack, zack, zack. So, Drohne ist in der Luft. Wir werden jetzt gleich mal nach vorfliegen. Das ist ja arg. Die Drohne schreit schon wieder herum. Ich denke, wir haben echt coole Aufnahmen gemacht. Es gibt keine Menschen von Linz, der so coole Drohnenaufnahmen hat. Ich wette um 100 Euro. Wenn irgendwer bessere Drohnenaufnahmen hat, Challenge accepted oder wie man sagt. Wenn ihr eine Idee habt für ein neues Video oder was ich euch so erzählen soll, dann schreibt mir das einfach. Wo ist die Drohne? So, perfekt. Und nach einem oder zwei erfolgreichen Drohnenflügen geht es jetzt wieder in die Samariter-Ausbildung zurück, wo wir die nächsten 4-9 Stunden unseres Tages verbringen werden. Heute lernen wir die Defibrillation. Falls ihr mal einen Alkoholexzess habt und in die Bewusstlosigkeit fällt und euer Herz denkt sich dann so, das war zu viel, ich seh's jetzt mal aus, dann kommen wir, schnallen euch einen Defibrillator auf, jagen euch so richtig viel Wald durch den Körper, patsch! Im besten Fall springt die ganze Maschine wieder an und ihr könnt wieder weiterleben. Na, wir lernen das natürlich heute fachgemäß von super ausgebildeten Spezialfachkräften, wie das Herz funktioniert, wie der Kreislauf funktioniert, wie der ganze Körper funktioniert, wie der Körper aufgebaut ist. Ich muss sagen, es ist sehr anstrengend, natürlich so viel Wissen auf einmal zu lernen. Und ich muss auch schauen, dass ich die Stufen nicht runterfahre. Aber es ist auf jeden Fall interessant und ich bin schon gespannt auf die Praxisstunden. Ich darf auch Einsatzfahrer werden. Also das wird dann teilweise wahrscheinlich wirklich russische Partie. Und wir sind jetzt eh schon in 5 Minuten, fängt unser Kurs an. Ich schätze, wir werden ein bisschen verspätet kommen, aber das ist kein Problem. Pam!
danke fürs Zusehen. Folgt mir auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Instagram-Kanal. Heute am Abend werde ich noch mit Markus und dem neuen RS5R filmen. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Checkt mein Instagram. Ciao, ciao.